Ja, guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 14. März 2021, und das kurze Video, das ich heute machen möchte, ist zu einer einfachen Frage, die mir gerade durch den Kopf gegangen ist. Warum hat eigentlich Angela Merkel keinen Twitter-Account? Nun mag die Frage einigen sinnlos oder sogar pervers sein, denn ich nehme an, vielen von uns geht es so, dass wir eigentlich Angela Merkel überhaupt nicht sehen oder hören möchten. Das ist zwar menschlich nachvollziehbar, aber darum geht es in der Politik ja nicht. Sondern Angela Merkel ist die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Sie entscheidet maßgeblich oder führt aus, wie man will, aber jedenfalls ist sie eine maßgebliche Schaltstelle oder die maßgebliche Schaltstelle der politischen Entscheidungen der Bundesrepublik. Nun mag man sagen, naja, mein Gott, warum soll ich denn jetzt wissen wollen, was Angela Merkel so tagtäglich zu sagen hat? Das ist aber eine, ich möchte sagen, etwas fahrlässige Fehleinschätzung der Politik unserer Tage. Man mag ja von Twitter denken und meinen, was man will, aber es ist einfach Realität, dass sich zu einem erheblichen Teil oder zumindest einem nicht geringen Meinungsbildung auf Twitter und YouTube bilden. Nicht so sehr auf Facebook. Facebook ist schon lange oder eigentlich schon immer eine eher unpolitische Plattform. Aber viele Debatten unserer Zeit, die politischer Natur sind, finden auf Twitter und eben auch auf YouTube statt. Nun kann ich verstehen, dass Politiker vor YouTuben nicht so viel Zeit haben. Umso wichtiger ist eigentlich das Twittern geworden. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, also vielleicht hat sie einen winzig kleinen Twitter-Kanal, den keiner kennt und der nicht zu finden ist. Wenn man nach Angela Merkel oder Bundeskanzlerin auf Twitter sucht, findet man eigentlich von ihr selbst gar nichts. Und wer sich noch an die Trump-Präsidentschaft erinnert, bei Obama weiß ich es nicht mehr so genau, ob das da schon so verbreitet war. Natürlich hat Trump in besonderem Maße Twitter zu einem der zentralen politischen Medien gemacht. Und es ist auch so, wer von Twitter gebannt wurde, ob als Politiker oder als viele YouTuber wurden ja von Twitter gebannt, war plötzlich aus dem Diskurs draußen. Und das ist schon eine enorme Macht, den diese Plattform hat und die, die über diese Plattform bestimmen. Ich habe mir deswegen auch mal kurz die Mühe gemacht, mal zu gucken, welche Politiker sind denn aus der Bundesregierung auf Twitter und aktiv. Zum Beispiel ist der Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der hat einen eigenen Twitter-Account unter seinem Namen auch. Folgt 1228 und hat 124.000 Follower. So. Was haben wir als nächstes? Jens Spahn folgt 643 und hat doppelt so viele Follower oder mehr sogar 236.000, was ich wirklich erstaunlich finde. Aber gut, wir sind nun mal in Corona-Zeiten, da will man das wissen, was der Gesundheitsminister sagt. Was haben wir hier noch zum Vergleich? Interessanterweise, was ich erstaunlich fand, Heiko Maas hat noch wesentlich mehr Follower. Er folgt 3.440, das heißt, der Maas folgt unglaublich vielen, also sehr viel mehr als die anderen Politiker. 3.440 Leuten, die der Maas folgt, wobei man natürlich immer sagen muss, das sind natürlich auch Teams, die das machen. Also nicht alles, was dort passiert, das war auch bei Trump nicht anders, ist von Donald Trump selber getwittert worden. Aber es ist natürlich schon, sagen wir mal, die Leute, die für solche Politiker arbeiten, müssen schon in enger Tuchfühlung mit diesem Politiker sein, das ist klar. Das ist beachtlich und hat immerhin unglaubliche 446.000 Follower. Gut, nun ist er als Außenminister eigentlich eine wichtige Person, gerade wenn man bedenkt, auch das wieder im Hinblick auf Merkel. Die Bundesrepublik Deutschland ist in der EU und in Europa das bevölkerungsreichste Land, wenn man mal Russland als Schwelle zwischen Asien und Europa mal einfach ignorieren. Und auch wirtschaftlich die mächtigste Nation, sowohl in Europa als auch in der EU.
und was die Welt betrifft, eine wichtige Nation durch ihre Wirtschaftskraft vor allen Dingen. Man würde eigentlich annehmen, dass die Regierungschefin eines so einflussreichen Landes in Europa und in der Welt es für ihre Pflicht ansieht, gelegentlich mal was von ihren eigenen Meinungen von sich zu geben. Ja, das ist. Und ich finde hier eigentlich nur, wie heißt man so schön, Parodieseiten von ihr. Ja, also. Und das Erstaunliche ist ja, ich meine, gut, ich bin seit langem der Überzeugung, die wichtigste Fähigkeit eines Politikers ist nicht schreiben, sondern sprechen zu können. Und das mag für manche etwas sonderbar sein, die selbst sich mehr der schreibenden Zunft zugehörig fühlen. Das finde ich auch menschlich nachvollziehbar. Aber als führende Politikerin oder als führender Politiker ist dem nicht so. Denn von einer Führungsperson in der Politik, also einem Kanzler und führenden Ministern, erwarte ich als selbstverständlichen Skill die Fähigkeit, reden zu können. Das heißt, sich hinzustellen und die Politik, die gerade gemacht wird, zu erklären. Gerade in unseren Zeiten, in denen viele Krisen um uns herum sind, wäre es ja auch eine Frage des Respekts gegenüber dem eigenen Volk und der Welt. Denn, wie gesagt, es gibt ja einige Nationen, deren Entscheidungen quasi für die ganze Welt von Interesse sind. Also weiß ich nicht, was sagt Xi Jinping, der Präsident von China, oder was sagt Putin, oder was sagt, wie gesagt, der amerikanische Präsident natürlich ganz besonders. Aber was solche Politiker mächtiger oder einflussreicher Länder sagen, also deren Führungspersonen, ist ja für andere Nationen auch von einem gewissen Interesse. Das hat ja Entscheidungswirkung. Und nun wissen wir alle, reden ist Angela Merkels Stärke nicht. Nun ist aber Reden wie vieles andere auch erlernbar. Also gut, es gibt Eignungen. Man ist zu manchen Dingen mehr geeignet als zu anderen. Das ist klar, es gibt Grenzen. Ich bin zum Beispiel unmusikalisch und würde durch kein Training der Welt zu einem herausragenden Komponisten von Musik werden. Ich würde dann aber auch nicht in die Musikbranche gehen, weil ich das weiß. Und wie gesagt, ich erwarte einfach von einem Bundeskanzler oder von einer Bundeskanzlerin oder den entscheidenden Ministern also der Bundesrepublik oder irgendeines Landes, dass sie bereit und in der Lage sind, ihrem Volk gelegentlich durch Äußerungen auf den großen Plattformen, und das ist im Moment eben, was Politik betrifft, Twitter, sich mal zu äußern. Und Angela Merkel ist so ein bisschen, sie verbringt wie Sauron auf der Spitze des Turms und starrt schweigend auf die beherrschte Landschaft herab mit ihrem Sauron-Auge, schweigt und lässt ihre Schergen die Arbeit machen oder sich äußern. Bei, wer das noch kennt, die Rückkehr des Königs, als, wer ist es, Gandalf, Aragorn und einige andere vor dem großen Tor von Mordor auftauchen und Sauron fordern, er möge herauskommen. Da kommt natürlich nicht Sauron selbst, sondern das ist für ihn als Dark Lord unter seiner Würde. Er schickt den sogenannten Mund von Sauron. So. Und diese Art Selbstherrlichkeit scheint auch irgendwie Angela Merkel zu pflegen. Also was einer Demokratie ziemlich unwürdig ist im Jahr 2021. Nun ist es vermutlich so, wenn Angela Merkel regelmäßig twittern würde, wäre sie wahrscheinlich relativ kurzer Zeit genauso unbeliebt, wie es Donald Trump jedenfalls bei etlichen gewesen ist. Also sie würde viele Leute, die jetzt skeptisch ihr gegenüber sind, richtig wütend ihr gegenüber machen, weil sich wahrscheinlich offenbaren würde, was für eine, ich möchte sagen, krankhaft negative Persönlichkeit diese Frau eigentlich hat. Das ist meine Meinung. Ich bin weder Psychologe noch kann ich ihr in den Kopf gucken, aber ich habe schon Puzzlesteine dafür, wenn sie sich mal gelegentlich geäußert hat.
allein diese Geschichte, die viele von euch kennen oder die meisten von euch kennen, wie sie bei einem Wahlsieg die Deutschlandfahne mit einer unvorstellbar verächtlichen Miene in die Ecke gepfeffert hat. Oder eine Geschichte, die ich mal vor einiger Zeit in einem Video aufarbeitete, wo sie bei der Automobilmesse gewesen ist und sagte, in der Zukunft wird Selbstfahren nur noch mit Ausnahmegenehmigung möglich sein. Also wo schon auf ihre sehr autoritären Selbstvorstellungen manchmal ein Schlaglicht fiel, das sonst unter ihrem Schweigen nicht so ganz sichtbar wird. Das heißt, aus ihrer Seite kann ich verstehen, warum sie nicht auf Twitter ist. Und nun kann man darüber, wie gesagt, über Twitter geteilter Meinung sein, aber ich glaube, es ist einfach im Jahr 2021 hat ein Volk einen Anspruch, dass das ja nicht Staatsoberhaupt, das ist ja bei uns der Präsident, der nichts zu sagen hat, aber dass der Regierungschef oder die Regierungschefin auf Twitter ist und sich mit einiger Regelmäßigkeit zu Dingen, die gerade aktuell sind, mal mit ein, zwei Sätzen äußert, sodass die Bevölkerung einschätzen kann, wie die entscheidende Person im Land gerade so denkt zu irgendeinem Thema. Dies muss nicht Merkel alles selber machen. Das macht keiner. Aber solche Leute haben dann Teams, melden sich manchmal, twittern sie selbst. Ich glaube, bei Trump gab es Leute, die das meinten, auseinanderhalten zu können, ob das jetzt Trump getwittert hat oder einer aus seinen Teams. Das ist, finde ich, beides okay, denn mir ist klar, also man ist als Politiker zeitlich schon relativ viel eingespannt. Also das ist gar nicht der Punkt. Da kann man gar nicht dauernd twittern. Aber ich meine, die hängen sowieso ständig am Smartphone. Wir hatten ja erst vor einigen Wochen den Fall mit, wie heißt er? Mein Gott, Herrn Ramelow, der dabei erwischt wurde, wie er bei einer unglaublich wichtigen Debatte dieses komische Handyspiel spielte. Was war es? Candy Crush, glaube ich, heißt es. Ja? Also die Gelegenheit, mal was zu twittern, hat man als Politiker. Es ist ja gerade das Besondere an Twitter, dass es ein Kurznachrichtendienst ist. Das heißt, dort schreibt man keine langen Elaborate. Irgendetwas, das uns einen Einblick in die Denkrichtung dieser Person, die immerhin unsere Bundeskanzlerin ist, gibt. Ich möchte behaupten, dazu hätten wir eigentlich in unserer Zeit ein Anrecht. Und ich finde es sagenhaft, dass das eigentlich nie bisher groß Thema geworden ist. Wie gesagt, ich kann das verstehen, die meisten sagen, um Gottes Willen, ich will es gar nicht wissen, ich will die nicht sehen und so weiter und so weiter und so weiter. Aber sie ist nun mal in dem Amt. Also, wenn alte Leute wie Donald Trump oder Joe Biden es schaffen, auf Twitter immer mal wieder ihre Ansichten kundzutun, möge man sie dafür, die Ansichten mögen oder nicht, ist nicht der Punkt. Und ich weiß nicht, wie viel Joe Biden jetzt auf seinem Präsidenten-Tweet selbst tweetet. Ich nehme mal an, das eine oder andere wird er selbst tweeten, für anderes wird er Leute haben. Ich kann den tatsächlichen, sagen wir mal, Geisteszustand von Joe Biden auch nicht wirklich beurteilen. Es war ja mal in einer Debatte mit Trump beim Wahlkampf, da hat er schon einen wachen Eindruck gemacht, also einen, der nicht total neben der Spur ist, ständig. Ne? Und das finde ich eigentlich, wie gesagt, also ich finde es erstaunlich. Ich habe selbst bisher auch nie drüber nachgedacht und weiß auch nicht, wieso es mir plötzlich gerade vorhin durch den Kopf ging. Aber manchmal ist ja, ich bin immer wieder auf den Gedanken, spielt für mich immer wieder der Gedanke eine Rolle, nicht nur darauf zu achten, was sichtbar ist, sondern auch auf das zu achten, was abwesend ist und eigentlich erstaunlich ist, dass es abwesend ist. Ich hatte in verschiedenen Gelegenheiten zum Beispiel darauf hingewiesen, wie erstaunlich ich es finde, wie selten China in politischen Problemen ein Thema ist. Angesichts der Tatsache, dass erstens Corona aus China gekommen ist, dass wir seit Jahren Debatten darüber haben, dass Politik beeinflusst wird, und es wird ständig nur über Russland debattiert, ob das berechtigt ist oder nicht, vermag ich auch nicht beurteilen. Aber über China wird praktisch überhaupt nicht vor. Es ist, als ob es gar nicht gibt.
Die Vorstellung, dass China über das Internet die Politik manipuliert, wird von überhaupt keiner Seite irgendwie groß aufgebracht. Das finde ich seltsam. Das ist, als ob das Thema, als ob hier, oder Umwelt, wenn hier Umweltthemen sind. Plastikmüllberge, die mehr Inselgrößen mittlerweile erreicht haben. Ich weiß, ich habe mal gelesen, China hat mehr Kohlekraftwerke als, ich weiß nicht, 10-mal oder 100-mal so viel wie Deutschland. Also, weiß ich nicht, die Größenordnung spielt jetzt keine Rolle, aber weil wir ja hier alles abschalten und China im Moment gerade in großer Zahl Kohlekraftwerke baut und schon gebaut hat, wäre das ja eigentlich mal ein Thema. Aber dass es abwesend ist, spricht für mich Bände. Ich weiß nicht zu sagen, was es bedeutet. Fällt den Leuten das Thema nicht auf, weil wir so daran gewöhnt sind, China als unwichtiges Land zu betrachten? Das wäre eine Möglichkeit. Gewohnheit also. Oder ist China mittlerweile so einflussreich in der Internetwelt, dass sie dafür sorgen können, dass sie nicht thematisiert werden? Oder gibt es eine dritte Macht, die China benutzt oder fördert, die dafür sorgt, dass China nicht thematisiert wird? Also die Möglichkeiten sind ja viele oder etliche. Und hierbei ist es ebenso, wie gesagt, es ist etwas schwerer, denn das, was sichtbar ist und problematisch ist, das fällt einem leicht auf. Aber das, was unsichtbar ist, was sozusagen verschwiegen wird, was nicht im Bild ist, das ist so wie wenn ihr ein Familienbild habt. Also stellt euch vor, heute gibt es ja keine großen Familien mehr. Stellt euch vor, so ein Familienporträt von, weiß ich nicht, 1900. Da sind drauf Oma, Opa, Onkel, Tanten, Kinder. Und nun mal kennt man die Familie, weiß ich aus irgendeinem Grund. Und einer der Söhne ist nicht drauf, ist einfach nicht da. So. Man weiß, okay, der war da auch am Leben, der ist also nicht in einem Krieg umgekommen und der ist aber weg. Ja. Dann würde man ja als Kenner dieser Familie, wenn man sagt, wir leben jetzt im Jahr 1900 und haben gerade das frisch gedruckte Foto oder frisch, weiß ich nicht, hergestellte Foto gesehen und da sind alle drauf, aber der Sohn, der Karl oder was weiß ich, der ist da nicht drauf. Dann würde man ja als Freund der Familie sagen, na, warum ist denn der Karl nicht drauf? Das ist ja erstaunlich. Ihr habt das Porträt eurer Familie und der ist nicht da. Ist der verstoßen? Hat er sich mit euch überworfen? Irgendwas, was so, man will ja dann wissen, was das ist. Und wenn im gesamten Internet, also die Mehrzahl aller Kabinettsmitglieder ist da. Ich habe nicht nach allen gesucht, diese kleinen Unwicht, denen habe ich nicht gesucht, aber es sind im Prinzip alle da. Ja. Der Seehofer hat auch keinen eigenen Kanal. Das ist erstaunlich. Also, immerhin ist er mit als Innenminister auch relativ nicht ganz unmaßgeblich. Also jedenfalls habe ich auch nach einigem Suchen keinen Kanal gefunden von ihm. Und es würde mich mal interessieren, was eure Meinung ist. Warum hat Angela Merkel keinen Twitter-Kanal? Also, ich persönlich, meine Meinung ist, wenn ihr mich danach fragt, meine Meinung ist, Angela Merkel lebt in einer Art mentalem Wandlitz. Für die DDR nicht mehr kennen. Es war in der DDR, war Wandlitz sozusagen das abgeschottete Viertel der DDR-Elite, also der führenden Politiker, die lebten dort und lebten dort abgeschottet in einem, ich glaube, Waldgebiet, wo sie nicht erreichbar waren. Gut, nun muss man Angela Merkel zugutehalten. Sie lebt in einer ganz normalen, ich glaube, Altbauwohnung irgendwo hier in Berlin, also ohne. Sie lebt nicht wie in Spanien in einer gigantischen Villa. Gut, okay. Vielleicht betrachtet sie sich tatsächlich nur irgendwie so als Funktionärin oder so. Also, aber man hat von ihrem Selbstbild eben auch gar keine Vorstellung, weil sie so selten was sagt. Sie spricht halt, wenn sie spricht, dann spricht sie mal, ich weiß nicht, gibt es noch die Sommerinterviews? Keine Ahnung. Ne? Aber sie wird ja selten interviewt, dann sagt sie auch meistens nur irgendwelche Phrasen, also wenn wir sie zu Dingen gehört haben. Und ich glaube, sie wäre halt doch in einer Zwickmühle, wenn sie auf Twitter wäre, dann wären die Erwartungen größer, dass sie sich auch mal äußert. Gut, nun kann man sagen, jetzt ist es auch egal, im
Angeblich soll sie ja jetzt, wenn die Wahl ist, wann ist die? September oder November? Ich weiß es gar nicht. Also wenn jetzt im Herbst Wahlen sind für das Bundeskanzleramt, dann ist es ohnehin angeblich nicht mehr Merkel. Ich glaube es auch erst, wenn sie tatsächlich weg ist. Totgesagte leben ja lange, also im übertragenen Sinne. Und auch dann bin ich gespannt, ob dann ein neuer Kanzler, wer immer es sein wird. Ich glaube ja, es wird der Laschet. Bin mir relativ sicher. Der wird's. Bin ich gespannt. Jetzt kann ich mal gerade gucken. Ich habe hier Twitter vor mir. Laschet. Habe ich natürlich vertippt. Also, angeblich, wenn man das so ansieht, Armin Laschet hat einen Twitter-Kanal. 11. März, 9. März, 9. März, 6. März, 5. März. Er twittert auch relativ regelmäßig. Und er macht auch immer mal wieder Videos, im Gegensatz zur Kanzlerin, das muss man sagen. Also, der Laschet spricht sehr viel öfter. Das ist mir schon aufgefallen. Der hat nicht diese Schweigemanie, dieses sich zurückzuziehen. Das hat er immerhin nicht. Also wenn der Laschet Kanzler werden sollte, was ich für relativ wahrscheinlich halte, ehrlich gesagt, dann bin ich gespannt, ob er auch als Kanzler weiter tweetet, was er sagt. Denn gerade in einer Zeit, in der wir, wie gesagt, viele Krisen haben, also ich sehe jetzt hier auch, Markus Söder hat eine Seite, Annegret Kramp-Karrenbauer, das ist die Verteidigungsministerin, hat eine, vor 18 Stunden hat sie was gepostet, am 11. März, am 10. März, am 8. März. Also die sind alle, naja, sagen wir mal, im vernünftigen Maße aktiv. Viel Persönliches ist da nicht von den meisten, interessanterweise, sondern eher so Allgemeinplätzchen, ne? Von Heiko Maas hört man relativ häufig was Persönliches, meistens was uns ärgert, aber immerhin, man hat dann eine Vorstellung von dem Manne. Von wem man dauernd hört, ist natürlich der Lauterbach, der eigentlich überhaupt kein besonderes Amt hat. Ich weiß gar nicht, warum der ständig zu hören ist, aber gut. Der muss auch der hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Da kann man mir sagen, was man will. Mein Gott, jetzt fällt mir, ich werde echt alt. Lauterbach, Karl Lauterbach, der hat echt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Also, der ist in sich selbst verliebt und wahrscheinlich, weil er einen Minderwertigkeitskomplex hat. Nun will ich, wie gesagt, hier nicht Küchenpsychologie über Politiker betreiben, aber es nützt uns nichts. Diese Leute beeinflussen unser Leben ja maßgeblich. Normalerweise würde es für mich Anstand und Zurückhaltung gebieten, über Menschen, die ich nicht persönlich kenne, nicht zu sehr zu spekulieren, jedenfalls meines konservativen Selbstverständnisses nach. Aber diese Leute beeinflussen unser Leben ja in erheblichem Maße, gerade im Moment. Also kommen wir nicht umhin, uns auch mit ihren Persönlichkeiten zu befassen. Denn vieles, was Politiker entscheiden, liegt ja meines Erachtens jedenfalls nicht so sehr im Politischen, sondern im Privaten, also im Persönlichen. Ich halte zum Beispiel Angela Merkel für eine Person, die die Welt eher so sieht wie Thomas Hobbes. Also als eine Welt, in der, wenn nicht eine Ordnung von oben hergestellt wird, die Welt zerfallen würde in eine Anarchie des Kampfes aller gegen alle. Ich glaube, das ist die Grundsicht von Angela Merkel auf die Welt. Das ist, kann man das befürworten oder nicht, aber es ist natürlich, wäre eigentlich in der Demokratie ein Gebot der Selbstverständlichkeit, dass man das irgendwo weiß. Denn im Reden, Menschen, die reden, können sich auf Dauer nicht verbergen, ihre Geistesart, ihre Gesinnung. Das weiß Angela Merkel und deswegen redet sie wenig. Sie muss also befürchten, dass man ihre Geisteshaltung erkennen würde, würde sie öfters reden. Denn selbst wenn Politiker lügen, wenn man aufmerksam hinhört, kann man die Geisteshaltung jedes Menschen, der genug spricht, sehen, wahrnehmen. Gut, okay, ich lasse es damit. Es war nur so ein kleines Kuriosum, das mir gerade durch den Kopf ging, zu dem ich eure Meinung mal hören möchte, warum das so ist, ob ihr das gut oder schlecht findet.
und auch, was ihr erwartet vom nächsten Kanzler zu diesem Thema. Also, ich wünsche euch einen angenehmen Sonntag und hoffe wie immer, ihr bleibt mir gewogen.